Oh, es macht wirklich viel Spaß, mit dir Mechabellum zu spielen. Ne? Du hast, ich glaube, Aska hat das unter einem Kommentar bei mir geschrieben. Ich habe die Videos ja auf YouTube hochgeladen. Du hast einen sehr angenehmen Sprecher da geschrieben. Oh, ja, stimmt. Das hatte ich auch gelesen. Da habe ich mich auch richtig geschmeichelt gefühlt. Ja, da kann ich aber hundertprozentig zustimmen. Ne? Also, deinen Videos zuzuhören, es ist so angenehm, wirklich. Das ist mega geil. Also kann ich ja nur erzählen. Das musste ich auch gleich meiner Frau erzählen. Sieh mal hier, da hat jemand geschrieben, ich habe eine angenehme Stimme. Ja, nicht nur Stimme. Er meint damit, glaube ich, auch die Art, wie du dich ausdrückst, wie eloquent du bist und so. Oh, vielen, genau. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir aber hier mal gucken, was nehmen wir denn jetzt hier? Ja. Ich glaube, ich starte mit Crawlern und Sledgehammern. Okay, also stellen wir uns das mal hinten auf, ne? Ja. Okay, dann nehme ich nämlich Marksman Specialist. Und ich habe Arclights und Sledgehammer, dann machen wir mal hinten. Ich hoffe, wir haben wieder kompakt, ne? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Aber so, hast du fix kompakt ausgewählt? Habe ich jetzt erstmal nur reingecued, genau. Ja, okay, okay. So. So, das heißt, diesmal habe ich den Orange Man. Der Orange Man. Ja, ich habe jetzt Phoenix gegen mich, also deine Sniper sind, die werden mir helfen müssen später. Ups, was mache ich denn hier gerade? Wen komme ich denn jetzt hier gerade? Ich habe mich verklickt. So. Ja, das ist so ein klassischer Moment, wenn du nicht weißt, was Match schaff. Ja, genau. Damit macht man erstmal nichts verkehrt. Das ist das Gute. So mache ich das jetzt nämlich auch. Okay. Ich denke, ich stehe okay. Ich gucke jetzt mal mit zu dir rüber. So kann ich das machen. Die ersten Fängs würde ich halt immer hinten hinstellen. Vor allem gegen Phoenix, ja. Okay. Hinter die Crawler. Okay. Dass sie später dazukommen und eventuell killen sie ja sogar noch die Phoenix. Something like this. Ja, ganz genau. We'll see about it. Okay, mein Gegner ist Giant-Spezialist. Aber was ist mein eigentlich? Wie kann ich denn das hier sehen? Achso, Quick da, Supply. Ja. Quick Supply. Genau. Ich war aber auch gerade so. Mit diesem Symbol, da bin ich immer verwirrt, wenn das dann noch was ist hier. Nicht wie im One vs. One. Okay, auf geht's. Auf geht die wilde Fahrt. Okay. Also die stellen sich schon mal vernünftig auf. Ich glaube, die haben schon mal gespielt. Harter Diss gegen unsere vorherigen Gegner. Höre ich daraus? Oh, dann heißt es wieder, oh, der ist so arrogant und sonst wär's. Mensch, mal ein bisschen Spaß machen, ja, alle immer so ernst. Ah, ich glaube, ich gewinne meine Runde. Na, wer weiß. Maybe. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Müssen wir mal gucken, wie ewig die Phönixer da hängen bleiben. Ja. Fast mit der beste Start, den man haben kann, mit Phönixen zusammen oft. Aber das muss man gut spielen. Das ist nicht so einfach zu spielen. Wo stellt man die hin? Wie der nächste Diss gegen die Gegner. Nein, das war nicht verabschiedet. Ist der beste Start, den man haben kann, ne? Aber das muss man auch gut spielen. Haben sie ja aber man kann das natürlich auch hier so versemmeln. Ja, okay, erste Runde geht an uns. Auf entspannt. Okay, oh, jetzt haben wir ja schon. Oh, was haben wir hier alles? Ja, also UFO kann ich halt bei sowas immer nicht empfehlen, wenn So weit hinten steht, ja. Das sowieso. Ich wäre am ehesten beim Rhino irgendwie. Rhino kann man spielen, ja. Selbst die Sabertooth sind okay, um sie zu verkaufen. Aber das Rhino ist halt eins, das kann man dann auch einfach verkaufen. Ja, ich stell mir das gern hinten ins Eck halt, ja. Mach ich das gern. Das ist so safe, weil die machen das gern oft ins Eck. Und dann kontert dein Rhino das gegnerische Rhino. Ja, aber zack. Kann halt sein, dass man von total exposed ist und dass es dann einfach durchrennt. Ja. Das ist halt immer der Nachteil. Ich glaube, ich würde ein paar mehr Sledgehammer jetzt spielen. Oder. Moment, ich bin gerade mit meinem Layout beschäftigt. Ja, nee. Mach erstmal dein Layout, das ist wichtiger als meins. Warte, genau. Okay, mehr Sledgehammer ist fast schwierig. Man kann das reinnehmen. Ich würde vielleicht. Man kann auch Artillery spielen. Du kannst jetzt vieles machen. Schwierig zu sagen.
Match schaffst, dann sagst du. Das wäre möglich halt. Möglich. Ja, komm. Mach nochmal ein bisschen Matchup. Okay. Genau, bei zu vielen Fangs muss man dann halt immer rechnen, dass der Gegner sowas wie Artillerie addet. Ja. Und da muss man sich mental schon mal zumindest ein bisschen drauf vorbereiten, was man dann denn als nächstes macht. Aber du kennst ja, viel Artillerie. Man könnte dann theoretisch später eine War Factory. So, was hat der Gegner jetzt hier genommen? Die haben die Sabertooth genommen. Heißen die Dinger. Die sind, ja, und deswegen ist es, die sind halt gut gegen deine Tanks dann. Aber die sind halt schwach gegen Chaff. Mhm. Aber die sind auch recht tanky, also man muss gucken. Man hat auch voll die breite Front jetzt an Sledgehammern hier. Ich glaube, ich würde tatsächlich sogar nochmal Artillerie dazu nehmen. Man kann aber auch Scorpions dann dazu nehmen mit Reichweite, ist auch okay. Müssen wir mal sehen, was so angeboten wird und so. Ja, seine Artillerie geht mir jetzt natürlich ganz gut auf den Sack. Ja. Aber ich komme mal dazu und lenk deinen Sledgehammer. In der Mitte kommen wir vielleicht durch. Ja. Rechtzeitig, ja. Ich muss mal gucken. Aber meiner hat außen noch ganz viel. Ja, das wird schwierig. Ich glaube, das verlieren wir die Runde, weil er hat auch mich außen. Ja, mich auch jetzt. Ah, oh, sie haben den Orange, man. No. Okay. Ja, der hat ultra viele Tanks. Ah, da. Aber das steht alles. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich sogar Artillerie nehmen. Deployment Module ist immer interessant auf sowas wie ein Rhino, weil man das nochmal umstellen kann. Meine war auch ganz okay, aber ich glaube, ich würde es tatsächlich skippen. Ich würde es, glaube ich, also meins würde ich verkaufen, weil das komplett gehardcountert. Mhm. So. Ja, gegen seine Sabertooth brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr Artillerie spielen, ne? Das ist. Das wird. Ja, das ist so eine Sache. Ich hole mal zwei. Und ich bereite mich darauf vor, wenn er halt Anti-Missile spielt, dass ich die dann verkaufe. Das ist sozusagen mein Play. Man darf da halt nur nicht zu doll reingehen, ja? Aber wäre möglich, dass es halt dann erstmal nicht so gut ist. Also, geht schon. Also, ich würde vielleicht in die Vulcan-Sniper-Strategie switchen. Kannst du machen. Ich gehe auch fast so ein bisschen in die Richtung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Jawohl. Gucken wir mal. Ah, vielleicht sollte man das sogar machen. Wenn möglich. Mein Rhino gefällt mir im Eck noch, weil das recht spät dazu kommt. Und dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht, wenn man Artillerie jetzt dagegen baut, kann es sein, dass die Tanks alle mit ganz wenig Leben überleben. Oh, der hat eine Rakete gestellt, die mich ganz empfindlich trifft. Nein! Ah, das tut weh. Oh, yo. Oh, alles stirbt von mir. Oh, aua. Jetzt verlieren wir derbe. Also davon brauche ich halt definitiv Tanks. Da sah ich jetzt aus wie der Noob. So. Vielleicht brechen wir in der Mitte ja noch ein bisschen durch. Ja. Aber ich kriege ja ganz schnell rechts einen Debuff. Das ist das Problem. Ja, ich verliere meine Runde auch. Okay. Da werde ich nicht durchkommen. Ja, du brauchst insgesamt noch ein bisschen Damage von hinten halt. Ja, Sniper sind jetzt ganz essentiell. Sie überleben nur die Heavy Targets noch. Ja, logischerweise, ich habe zwei Vulcans. Er hat auch schon Orange Man. Oh oh. Der war nicht von Anfang an. Den hat er gemacht. Oh, wir nehmen viel Damage. Jetzt müssen wir aufpassen. Das tut weh, ja. Puh, lacht mich nix an. Nee, mich auch nicht. Oh, Salzwerk. Oh. Gefettfingert nennt man das. Was du mal machen kannst, ist so einen Crawler hin und her laufen lassen. Das, ist gegen die Artillerie. Aber die ist gar nicht so hart mein Problem gerade. Lösen wir das jetzt auf, das Problem.
könnt ihr ihm ja auch mal eine Rakete rein. Wenn er das schon mit mir macht. Ich will nicht, dass wir jetzt verlieren, deswegen werde ich hier mal Öl legen. Ich habe jetzt einfach ein bisschen was übrig, gucken wir mal. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich es auflösen soll hier, mein Dilemma. Das ist alles irgendwie alles. Ah, ich habe. Du bräuchtest halt Marksman hinten dran dann halt, ja. Ja, zwei Stück habe ich, aber das. Ich habe mich ein bisschen verklickt. Ja. Ja, achso, okay. Aus Versehen. Ich wollte so, Marksman freischalten. Ja, und hab jetzt hat er ja Anti-Missile-Technologie. Das heißt, jetzt kann ich hier aus der Artillerie rausverkaufen. Ja, die Marksman brauchen oben unbedingt Level. Machen ja kaum Schaden. Mein Rhino muss ich auch verkaufen und das andere ist auch alles verkaufen, wo das sieht schwierig aus für uns. Ja. Sieht gar nicht gut aus. Da kriege ich einen gestallt, wenn wir in der Mitte den Tower irgendwie kriegen würden jetzt. Das wäre gut. Ja, habe ich sogar schon in dieser Runde probiert mit einem Rhino, das hinten reinläuft. Aber das hat nicht geklappt, leider. Ah, das haut nicht hin, ne. Mist, jetzt kommt er von links und dann kommen wir nicht an Tower. So, wir leben aber noch, oder? Ja. Ja, doch, ich denke. Aber das könnte die letzte Runde werden. Ja, das wäre möglich. Das wäre möglich. Laserzeit. Steelboy Productions ist auch gut. Das ist ich muss Laserzeit nehmen. So, ich brauche einen Vulcan. Kredit nicht vergessen, ja. Ja, ich überlege gerade, wo ich den sinnvoll platzieren kann, aber irgendwie finde ich keinen. Weil er hat überall guten Schaff. Mhm. Gucken wir mal. Difficult. Übrig kann ich aber auch nichts mit anfangen. Gut, also ich glaube, wir verlieren ja ehrlich gesagt. Might be. Ich weiß nicht, ob ich das Öl anzünde oder nicht. Könnte sein. Ich möchte ihn aber auch nicht weiter vorne hinstellen. Und dann hinter die Tanks sind auch nicht so. Ich müsste das zu viel rausverkaufen. Okay, er hat extra ein Schild jetzt. Ah, die Fangs. Wichtige Fangs an der Stelle. Er hat ein gutes Schild gesetzt hier. Komm schon, flamm ihn an! Ein bisschen, aber ich glaube, die Tanks sind trotzdem zu stark. Mhm. Und in der Mitte sind sie zu stark. Ich komme nicht durch bei mir, glaube ich, fürchte ich. Ich habe noch zu wenig Sniper und die haben zu wenig Level, um mir den Unterschied zu machen. Wie viel Leben haben wir denn? 900, oho. Das könnte knapp werden, richtig, richtig knapp. Ah nein, Debuff. Debuff, nein! Ja, das war's nicht. Krass. Okay. Ja, das war schwierig. Das ist ein schwieriger Start. Wir kamen gegen die Tanks nicht so klar, ne? Ich habe auch viel gemissplayed. Aber die Sabertooth waren stark, ne? Auf beiden Seiten haben wir irgendwie nicht die Antwort darauf gefunden. Ich muss jetzt mal sagen, da muss ich ein bisschen widersprechen. Jetzt war's okay. aber das stimmt, ja. Das ist halt das Problem, diese mittelstarken Einheiten, wenn die Marksmen noch nicht zahlreich sind und nicht weit genug gelevelt sind, ja. Ja. Das ist dann das Problem. Und was natürlich generell stark ist, ist, dass man sich nicht früh festlegt,
Aber wenn man sich dann natürlich zu spät festlegt und zu schwammig ist und vielleicht zu viel Schaff hat, dann kann es natürlich sein, dass man gegen einzelne Sachen nicht mehr so gut klarkommt, ja. Ja, stimmt, stimmt. Von daher, so einen gewissen Mittelweg muss man da immer wählen. Aber Gegner hat hier halt verdient gewonnen. Das hat er schon mal gut gemacht. Oder die haben das gut gemacht. Und ja, ich bin mir aber ziemlich sicher, hätten wir jetzt noch eine Runde gehabt, dann wäre es sehr angenehm geworden. Weil dann wäre ich zum Beispiel auch aus meiner Artillerie draußen gewesen. Und ich hatte jetzt die Vulcans schon stehen. Und hätte, ja, ich glaube, dann wären die Tanks hier kein Problem mehr gewesen. Also in der Mitte wäre es für ihn gefährlich geworden, glaube ich. Ja, ich. Aber da kann man immer viel sagen. Mit einer weiteren Runde hätte ich auch, glaube ich, wäre ich besser klargekommen auf jeden Fall.